Warte ganz kurz. Ja. Du bist so ein Bastard. Oder? Also, <laughs> wir fangen an bei Karlsruhe mit Crossing Balls. von OMG anfangen. Ach so, nicht ganz oben. Verstehst du? Deswegen habe ich doch genießt. Ich kann das nicht mehr. Ich kann. <lacht> <lacht> ähm, Sneeze von Urasawa kommt im Deutschen. <laughs> Als Hachi. Ich habe schon mal reviewed, da hieß es noch <laughs> Sneeze. Ich finde, das ist eine süße Übersetzung. Ja, finde ich auch. Für Fans vom Mangaka lohnt sich das eher. Für Leute, die den Manga kann auch gar nicht kennen, da kann ich euch ganz ehrlich sagen, das lohnt sich nicht. Kauft es äh, <laughs> dann vielleicht nicht? Kauft er Monster oder 20 Cent Boys oder Billy Bad oder irgendwas anderes Pluto vielleicht? Aber da könnt ihr auch den Anime gucken. Kann man auch nochmal mal drüber reden. Mhm. Aber ähm, Hachi, wie es dann heißen wird. Sehr, sehr spannend, wenn man einfach ein Urasawa-Fan ist, so wie ich, sehr mein liebster Manga kaum mehr über sein Leben erfahren, wenn man erfährt dann ein bisschen, wie er als Musiker rumgereist ist, wie er Leute kennengelernt hat, die seine Manga-Charaktere inspiriert haben man hat ein paar Nebengeschichten, so und das äh, finde ich ganz spannend eigentlich. Und wenn man Manga-Verkauf-Mitarbeiter ist, kann man immer fragen, wenn die Leute fragen, habt ihr Hachi hier, kannst du mal Gesundheit sagen? Kommen wir zur nächsten Lizenz. Und zwar ja, ist das. Crossing, Bo <laughs> ja, genau. Crossing Borders von Dominik Gell. Ja. Ähm, Dominik Gell, deutscher Maraka, er hat mal Mortales rausgebracht. Auch bei Carlson habe ich beides nicht gelesen, muss ich sagen. Ich hab's es gelesen. Und? Zwei, zwei Horror-Kurzgeschichten und die fand ich sehr cool. Okay. Ich, äh, ja, ich finde das Cover sieht gut aus, aber. ich, finde, halt einfach, ja, aber ich finde, er hat sich künstlerisch auf jeden Fall weiterentwickelt in diesem Jahr, wo es rauskam, Alter wirklich. Das sieht schon gesehen. anders aus, ja. Finde ich cool. Was äh, mich persönlich interessiert, ist tatsächlich der Fuchs und der kleine Tanuki, was einfach dran liegt. Ich finde das Cover irgendwie süß. Also ich finde, das sieht aus wie eine süße Kindergeschichte. So. Generell muss das man ist, sagen, sehr viel für Kinder mit dabei. Und das ist gar nicht ja, negativ Mann. gemeint. Ich finde das sehr cool. Äh, Carlsen, so wirkt es auf jeden Fall, versuchen ab 2024 einen Weg, eine Nische zu finden, auch für die ganz, ganz kleinen. Also nicht die, hey, ich bin jetzt sieben und will Naruto lesen, sondern vielleicht, ey, ich lese gerade, ich, les ich habe jetzt gerade lesen gelernt, oder Mama und Papa sollen mir was vorlesen mit Bildern, äh, dann, dann für die Leute gibt es jetzt auch tatsächlich sehr viele Manga ab nächstem Jahr. Ich finde, das ist eine ist ne geile Sache. Ja, das war das ist wirklich geil, vor allem hatten die eine Lizenz, die ich ganz gut. Zombie, fand. Ähm, nee, oder was? Diese, diese Zombie-Lizenz, ja, genau. die Zombie-Lizenz, wo sie noch, äh, ja, da, die, die würde ich mir glaube ich auch reinziehen. Generell, es war echt viel für Kinder. Ja. Mitten drin dachtest du dir, wann krieg ich wieder was, was ich lesen kann? Da warst du ein bisschen den A-Kelly gemacht und mir gedacht, fuck them Kids. Ist Aber am Ende des Tages. Äh, um so, so Zombie. Ey, der ist cool. Ich glaube, wenn ich ein Kind ja. hätte, Alter, ich würde dem den, den, den Safe kaufen, Alter. Das ist geil. Cool Night. Was ist das? Ähm Seit 100 Jahren dringt kein Sonnenlicht auf die Erde. Ach, doch, der sah interessant aus. Seit 100 Jahren dringt kein Sonnenlicht auf die Erde. Ein Pflanzenwachstum ist unmöglich. Die Wissenschaft entwickelt. Die Methode der Transfloration, die Umwandlung der Menschen in Pflanzen. Seht ihr, was er macht? Jetzt liest er das auch einfach nur vor. Gibt's einen, einen Serienmörder? Ich bin, ich bin, ich krank. bin Nieke, ich hab's auswendig. es Ein Serienmörder? Das ist krank, wirklich? Das ist so gestört. Ja, und dieser Serienmörder. <laughs> der nutzt das, um seine Serienmörder <laughs> zu verändern. <laughs> Auf jeden Fall haben wir noch ein Neues von HP Lovecraft. Um, da freue ich mich voll. Go, der absolute gold. Und das Geile ist, das Grauen von Dunwich äh, kommt in drei Bänden und ist quasi die Vorgeschichte zum Cthulhu-Mythos, den er ja auch schon gemacht ja. hat. Und das werde ich mir reinziehen. Da habe ich mich schon gesagt, give it to me. Aber das war gar nicht mein Highlight, Bro. Weißt du, was mein Highlight war? Ich weiß, was dein Highlight war. Sag, My Hero war. Academia The Movie Manga. Absolut ein bisschen, aber <lacht> <lacht> mein, mein Highlight war, das, was davor kommt, Leviathan. Ah. Ich kenne das gar nicht, aber das ist, ich kenne auch den Manga gar nicht, Shiro Kuroi. Kuroi. Ähm, das ist im Prinzip so ein Sky fi manga der spielt im Weltall. Und ich kann euch gar nicht genau sagen, worum es geht, aber googelt den mal und guckt mal die Zeichnungen Digga, an. Das wir haben uns Zeichnungen aus. gezeigt bei dieser, bei, dieser, äh, bei dieser Konferenz, wo wir ja. waren. Ich dachte mir, ach, du Scheiße, sowas Schönes habe ich noch nicht gesehen. Das hätte ich gerne in einem Artbook. Und deswegen Leviathan für mich eine Lizenz. der wird, ich der, bin der wird ein cool. Sci-Fi-Fan. Hm? Der wird cool. Safe. Der wird, glaube ich, sehr sehr cool. Ja. Und ja, also ich lese hier gerade noch mal. Es geht wirklich so um Teenager, die quasi eine. Äh, es, es spielt Sci-Fi wie ein bisschen Astralost Lost in Space. Die machen eine Klassenfahrt zur Erde und dann gehen die irgendwie verloren und dann gibt's irgendwie einen. einen äh, Killer, glaube ich, auf dem Raumschiff und die müssen rausfinden, wer das ist, und das ist ganz spannend. Aber wie es gezeichnet ist und geile Zeichnungen von irgendwie, ja, so, so Panoramas im Weltall, es gibt eigentlich nichts geileres, mm. ganz ehrlich. Also, da kannst du so geilen Shit mitmachen. Ja, dann deine Lieblingslizenz, die du gerade schon erwähnt hast, die My Hero Academia <laughs> Movie Lizenz. Up. Äh, da wurde uns übrigens auch erzählt, äh, ja, dass, dass die Movie Lizenz, ähm dass, dass die Logoschrift ähm, übernehmen wollte. Deswegen konnte Kaisen ihre typische, ihr, ihr typisches Artwork nicht benutzen. Ähm, ja, aber ja, dafür hat man einen Manga -Fest. Echt, jetzt haben die das erzählt? Ja, haben die erzählt. Da war ich glaube ich auch. Damit bist du noch Kram von Naruto, Konoa, Schinden und den Sasuke Rätselin ähm, One-Shot. Oder, nee, das ist eine Lo Novel. Ähm, auch ganz ist das das mit dem Raptor? Nee, ne? mit den Raptoren, das ist ein Novel. okay, dann, ach, wo er so, wo er auf einmal einen Dinosaurier hat, was ist das denn? Das gewesen? weiß ich nicht mehr gerade. Okay. <laughs> <laughs> ähm, was ich mich gefragt habe, ist, ob bei Konoa Shinen schon der ähm, Minato One-Shot von Kishimoto drin ist. Wahrscheinlich nicht, ne, weil der ist noch zu neu oh, dafür. Oh, ich, das ist weil eine krasse Frage, aber ich glaube, safe nicht. Ich glaube safe nicht. Der, dann hätte ich mir den geholt, weil ich muss sagen, den möchte ich schon ja, haben. Den fand ich echt cool. Aber der ist, glaube ich, nicht mehr da, da, da drin. Das, das wäre sonst ja highlighted eigentlich. Ähm, Hat mir so ein bisschen Nostalgie-Kicks gegeben, Kijimoto mal wieder zu sehen anzeichnen. Ja, wir haben hier von Oda, das ist auch sehr cool, und dem Mangaka von Food Wars. Eine mhm, Collab. Die Food, ich äh, hab den beide hier, ne? Du hast den schon. Also auf Englisch. Okay. Auf äh, Japanisch. Ach, geil, blätter mal rein, ich will mal sehen. Zeig mal ein bisschen was für die YouTube-Pads. <laughs> Guck mal. Oh, das ist aber so geil. Ey, Digga, immer wenn ich das sehe, wie andere oh, Mangaka oder krank, das Kram Digga. zeichnen, merke ich, wie schlecht Oda zeichnet. <laughs> ist, äh, ist leider ein Fa Guck mal bitte, wie hot sieht dieser Dude aus, während er kocht. Digga, dem. Also, da würde ich mich auch auf jeden oh. Fall. legen. okay. Ist das ich auf ey, ey, da freue ich mich, auf mich mega drauf. Auch. Bisschen wie diese Boichi-Episode-A-Sachen. Genau. Also, ganz ehrlich. One Piece. Immer wenn ich was von anderen Mangaka da sehe bei Food Wars, das sind glaube ich einfach so Kurzgeschichten, wo Sanji kocht, wo er irgendwelche Gerichte zubereitet, mhm. ganz lustig. Aber immer wenn ich da was von anderen Mangaka sehe, denke ich mir, wie geil One Piece eigentlich ist, wenn es cooler gezeichnet ist. Ich muss sagen, ich verstehe, wenn ihr Fans seid und wenn ihr irgendwie, aber das kann man sich aktuell finde ich nicht mehr wirklich äh, reinziehen, was er da macht. Ähm, ja, willst du kurz über Severed, Se Severed, Se Severed? Check ich weiß, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist, äh, der, das ist ein deutscher Manga der jetzt auch bei von vertrag mhm. ist. Ähm, ich fand das Cover ganz cool, aber ich muss sagen, ich habe mich nicht weiter damit auseinandergesetzt und uns geht die Zeit aus, deswegen möchte ich lieber zu Junji Ito und Smash springen. Weil das die Ito immer weiterbringen. Ist schon heftig, ne? Ito aber Digga, ich schwöre, wenn er die so weitermachen, dann ist mein gesamtes Regal bald voll von Junji Ito. Digga, diese Bände sind alle so groß gefühlt. <laughs> Stell die mal nebeneinander mhm. hin, Alter. Das ist schon insane. Ja, ja, ich hab die da unten irgendwo ja, stehen. Aber ich, äh, da, sieht man das? Nee. nee. Ich freue mich auf jeden Fall immer über einen Band. Und äh, Stitch. Aber, hm? was ich da ein bisschen. Da kann Karls nichts für, das haben sie uns auch schon gesagt in dieser Bloggerkonferenz. Was ich aber ein bisschen schade finde, ist, dass ähm, das sind ja 13 Kurzgeschichten bei Smashed. Und manche waren halt auch schon in Schimmer drin und in ah, anderen Kurzgeschichtensammlungen. Okay. Das liegt dran, dass Karlsen das nicht anpassen darf, weil die müssen das so rausgeben, wie die Japaner das sagen, also wie sie die Lizenz einkaufen. Mm -hmm. Aber natürlich muss man da wissen, dass man halt trotzdem manches doppelt kauft ah, okay. leider. es ist Gute aber Info. wahrscheinlich lohnt sich es trotzdem als äh, Ito fan Ja, Stitch bockt nicht, ist wieder eher für Kinder, Popped aber komplett habe ich auch eins und zwei hier. Aber ja. <laughs> Hast du wirklich? Ja. Nein. <laughs> Bock komplett, sagt er, und ich denke. <laughs> <laughs> Nein! Hä, <laughs> hey, das deutsche Cover ist ja viel geiler. Nee, das, nee das, das ist der nächste. Also, das ist eins und zwei ist abgeschlossen, so. und jetzt kommt noch ein neues. Ach so, mhm. okay. okay. Als ob man also, den kleinen Racker nicht süß findet, Alter. Der ist so voll. Cool. Ey, ja, ich weiß, er ist süß, Digga. Ich hab, ey, ich hab, ich hab doch einen Plüsch von ja, dem ja. mit halloween outfit Stimmt, ja. um, Elusive Samurai als nächstes. Muss ich sagen, sieht interessant aus, aber ich habe keine Ahnung. Ja, von dem Rest also, haben wir keine Ahnung, Leute. <laughs> Nein, in the Sound ist auch wieder Ito. Da habe ich Ahnung okay. von. Weil es ist Ito. Ja. Aber danach haben wir wieder keine Ahnung, Leute. Geht in oh, doch. Ähm, auch wieder für die Kinder dieses äh, kleine Tierärztin-Ding. Fand ich ganz süß, was sie da angekündigt haben. Ne? Da haben sie ja ähm, das Problem Yuzu. gehabt mit dem deutschen Namen Yuzu die kleine mhm. Tierärztin, weil das hatte ja eigentlich einen viel geileren Namen im Englischen. Mhm. Aber ich habe den Namen vergessen. Warte, ich finde ihn raus und sagst irgendwas Cooles im Zeit. Tier <lacht> <lacht> Nein, irgendwas. The Pet Vet. Ah. Wegen wegen Tierärztin. Das äh, war der Grand. Und zu guter Letzt, den werde ich mir, glaube ich, sogar wirklich auf dumm holen, ist dieses Zozo so -So zombie ja, Und dass sie endlich einen Namen. Dass sie einen Namen gefunden haben, weil, Leute, ihr müsst wissen, in unserer Bloggerkonferenz hatten sie noch keinen Namen dafür. Da wussten sie nicht, wie sie es nennen wollen. Es heißt halt, es heißt halt im Japanischen einfach nur Zombie-Kun. Und da wussten sie nicht, wie nennen wir das jetzt? Und jetzt haben sie anscheinend für So-So-Zombie entschieden. Geht smooth von das der Zunge. Ich super süß. Geht einfach um so einen kleinen Zombie. Erinnert ein bisschen, finde ich, von der Aufmachung. Jetzt kann man nicht vergleichen mit dem Humor und so, aber hat mich ein bisschen an an Chinshane erinnert. Weil es geht quasi um einen Zombie, der durch die Welt reist und seine Gegner wegfurzt. <laughs> mich erinnern, Bro, also ich erinnert. Ich erinnere mich an Doro, e. Doro. Also. <lacht> 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 Ey. Ich weiß nicht, ich finde den süß, also dieser so, -So Zombie, ich würde mir wünschen, dass der richtigen Hype kriegt, einfach nur damit ich ein geiles Plüsch von dem krieg, weil der sieht aus wie Merchandise. Ja, voll, so, der ist cool. Sagst du der ist cool. Ist. Und damit hätten was abgehakt. Es gibt wahrscheinlich einige Sachen, zu denen wir was hätten sagen können, aber wir kennen halt einfach nicht alles. Ähm, dennoch, ich freue mich sehr auf die nächste Zeit. Ich finde es geil, dass Hachi äh, ein Ding kriegt, weil das heißt, dass die anderen Urasawa vielleicht kriegt Master Keaton irgendwann seinen Release hat er halt natürlich mehr Bände. Und da bin ich sehr gespannt. Das ist das letzte große saber werk was uns in Deutschland noch fehlt? Hat auch mal ein Sportmanga gemacht, den ich ganz interessant fand. Ich glaube über Tennis. Aber da mmh, weiß ich tatsächlich gar okay. nicht so viel zu. Ähm, was ist denn von allem, was wir heute aufgezählt haben, deine Lieblingslizenz? Das gehe ich mit Slam, -Dank. Das kommt, also, wenn wir, wenn wir jetzt nächstes Jahr sagen, dann ist es nicht Slam. Also, Slam -Dank kommt ja dieses Jahr. Aber ansonsten würde ich dann sagen: GTO, Yu-Yu-Hakusho. Und ähm, ich freue mich auf den, ähm, den wir eben genannt hatten. Ah ja, den Zombie-Mangel? Nee, äh, 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 Moment, ich hab's. Äh, Leviathan. Auf den freue ich mich auch. Oh, Digga, ich glaube, da freue ich mich auch so mit. Das ist so mein Underdog. Der Underdog, ja. Das ist die Früchte ja. der Platane letztes Jahr. Das ist so der Underdog, ja. keiner denkt dran, aber es wird goated. Und ich dachte mir, zum Ende der Folge hin gehe ich jetzt noch mal in die Questions auf unseren Discord-Server, in die questions Sag Channel, aber vorher nochmal mal deine Lieblingslizenz. Es muss, ich muss ich muss für Slam Dunk mhm. gehen. Aber ich muss sagen, ich bin fast schon Okay, das Geile ist, ich kann cheaten. Weil ich kann sagen, für 2023 ist es Slam Dunk und für 2024 ist es Yu Yu Hakusho. Perfekt. Weil so. ich muss sagen, ich bin schon sehr gehyped auf Yu, Yu Hakusho. Ich freue mich da wirklich sehr, sehr ja. drauf.